Harfenistin aus Traunstein und ich freue mich sehr, dass ich bei diesem tollen Projekt Traunstein hoch 3 dabei sein darf. Ich lebe seit meinem dritten Lebensmonat mit Ausnahme meines Studiums in der französischen Schweiz schon immer in Traunstein und ich liebe es, hier im Chiemgau sein zu dürfen. Ich gehöre seit Jahrzehnten zu den aktivsten europäischen Solistinnen. Mittlerweile habe ich 26 CDs eingespielt. Viele davon sind direkt in Traunstein entstanden. Und ich habe das große Privileg, dass meine Musik sehr viel in den öffentlichen Rundfunkanstalten gespielt wird und viele Menschen auch die Hafenmusik so kennenlernen dürfen. Passion ist es, die Harfe bekannter zu machen. Deshalb moderiere ich meine Konzerte und habe auch ein sehr unterhaltsames Buch geschrieben, Lebenslänglich Frohlocken, Skurriles aus dem Alltag einer Harfenistin, was mittlerweile in der 5. Auflage ist. Neben meiner sehr großen Konzerttätigkeit bin ich auch Lehrerin an der Musikschule in Traunstein. Ich bin selbst ein Kind dieser Musikschule. Meine Lehrerin war Professor Ursula Lendroth und ich freue mich jede Woche, wenn ich in den Raum gehen darf zum Unterrichten, den ich selbst seit dem Alter von 12 jede Woche einmal betreten habe. Dann bin ich auch Hospizbotschafterin der Caritas Traunstein mit dem Ziel, den Gedanken von Hospiz- und Palliativarbeit breiter in der Öffentlichkeit zu verankern. Und Geschäftsführerin des Regionalwettbewerbs Jugend musiziert Südostbayern. Ein toller Wettbewerb für junge Musiker, der einmal im Jahr in Traunstein stattfindet und wo ich immer große Hilfe von Seiten der Stadt und des Landratsamtes bekomme. Ja, und sonst habe ich noch Familie, zwei Kinder, einen tollen Mann und ich liebe es, mit meinem Fahrrad durch die Gegend zu fahren. Ein großes Privileg in dieser wunderbaren Gegend. Danke! Traunstein, danke für die Unterstützung in dieser etwas schwierigen Zeit momentan mit Corona.